Eins mit der Natur. So oder so ähnlich könnte man den Namen der neuen Motorjacht aus der bekannten niederländischen Werft Yachtbo 2000 übersetzen. Die Yacht fällt einem zuerst durch ihr ungewöhnliches Design auf. Die Werft selber bezeichnet es als robust. Und es stimmt, die ersten Assoziationen liegen im Bereich von Eisbrecher bis Küstenwache. Wenn man jedoch genauer hinsieht, bemerkt man, dass sich in diesem Design viele funktionelle Vorteile verbergen. Hinter dem hohen Schanzkleid ist man vor Brechern bei schwerem Wetter sicher und der gerade einteilige Kabinenaufbau spielt seine Stärken im Innenraum aus. Ein zweiter Blick entlang der Seitenlinie des Schiffes offenbart, dass fast der ganze Aufbau verglast ist. Wärmedämmende Doppelverglasung versteht sich. Aus diesem Blickwinkel assoziiert man also eher den heimischen Wintergarten. Zugang zur Yacht erhält man über ein elektrisch absenkbares Teilstück des Heckschanzkleides. Über die so entstehende Gangway ist das Betreten der Nectus sehr komfortabel. Im offenen Heckbereich ist Platz für Tisch und bequeme Campingstühle. Betritt man das Yachtinnere nun durch die sich weit öffnende Schiebetür im Heck, hat man eher das Gefühl, in ein Wohnzimmer zu treten. Wenig erinnert hier an ein Schiff. Der Innenraum ist auf die freie Gestaltung durch den Eigner optimiert. Ein großer offener Raum, der frei nach eigenem Geschmack ausgestattet werden kann. Dank der klaren Formensprache der Yacht steht viel Raum mit einer durchgehenden Kopffreiheit von über 2 Metern zur Verfügung. Vorbei scheinen die Zeiten, wo man sich geduckt durch den Salon schlängeln muss. Sofa, Leseecke, großer Flatscreen, Teppich. Man kann sich einrichten wie daheim. Aus dem Inneren der Yacht heraus spielen nun auch die großen umlaufenden Fensterflächen ihre Vorteile aus. Je nachdem, wo die Yacht liegt, kann man vom Sofa aus das quirlige Marinatreiben beobachten oder die Stille einer romantischen Bucht genießen. Und das bei jedem Wetter. Von der Werft sozusagen vorgeplant ist nur der vordere Teil des Schiffes. Hinter dem Bartresen auf Steuerbord schließt sich eine Küche an. Die wiederum hat wenig mit den herkömmlichen Pantry-Zeilen auf Yachten gemein. Induktionsherdplatten, Dunstabzugshaube, Umluftbackofen, Mikrowelle und ein riesiger Kühlschrank dominieren die Küche. Das Ganze ist in sehr stylischem Ambiente gehalten. Alle Geräte werden mit 220 Volt betrieben. Das liegt an einer weiteren Besonderheit der Yacht, der wir uns später noch widmen. Der Bartresen dient als Schrank für Geschirr, Töpfe und so weiter. Neben der offenen Wohnküche führen 2 Stufen zum Sanitärbereich und zur Bugkabine. Vom Raumangebot wird es hier wieder sehr schiffig. Bad- und WC-Bereich auf der Nectus sind getrennt. Während das WC direkt, also auch für Gäste, erreichbar ist, ist die Dusche nur von der Eignerkabine aus zu betreten. In beiden Nassräumen spiegelt sich die klare, kantige Formensprache der Nectus auch in den Armaturen wieder. Das WC ist elektrisch betrieben und ein aktiver Lüfter sorgt auch bei geschlossenem Loop für Frischluft. Die Bugkabine entspricht in Abmaßen, Ausbauqualität und Ausstattung den hohen Erwartungen, die man bei dem Rundgang mittlerweile entwickelt hat. Einzig die Möglichkeit, ein paar Regale für Bücher oder Ähnliches einzubauen, wurde leider verschenkt. Der Kommandostand der Nectus ist übersichtlich gestaltet. Die Nectus Habitat One wird rein elektrisch angetrieben. Die komplette Schiffselektronik mit Batteriezustand, Generator und Elektroantrieben wird von hier aus überwacht. Die Batteriebänke, die 1000 Amperestunden Kapazität haben, sind unter den Bodenbrettern des Wohnraums verbaut. Schon ein beeindruckender Anblick. Direkt daneben der Fischer Panda Generator. Er erzeugt in seinem schallgedämmten Gehäuse gute 16 Kilowatt Leistung und genehmigt sich dafür rund 0,3 Liter Diesel pro Kilowattstunde aus dem 200 Liter fassenden Tank. Flüsterleise schiebt sich die Nectus Habitat One über das Wasser. Keine Motorengeräusche stören den Genuss der Fahrt. Damit empfiehlt sich die Yacht auch für besonders schützenswerte Reviere mit Zero Emission bei Geräuschen und Abgasen. Dass die Yacht eben ein richtiges Schiff und kein Hausboot ist, zeigte sich bei unserer Ausfahrt. Unbeeindruckt von der aufgewühlten See bahnt sich die Nectus ihren Weg durchs Wasser. Am Ruder hat man keine Schwierigkeiten, das Schiff auf Kurs zu halten. Durch den Doppelantrieb unter dem Rumpf ist die Manövrierfähigkeit der Yacht optimal. Man kann sie fast auf der Stelle drehen. Und die Fahrwerte der 13 Tonnen wiegenden Yacht sprechen für sich.
Selbst bei der relativ unruhigen See erreichen die elektrischen Pottantriebe unter Volllast die Rumpfgeschwindigkeit von rund 8,5 Knoten. Wenn man die Reichweite der Batterien optimieren will, sollte man intelligent fahren. Das bedeutet, dass man höchstens 80% der möglichen Rumpfgeschwindigkeit in Anspruch nehmen sollte. Dann spart man rund 1,7 Kilowatt Leistung pro Tonne Rumpfgewicht. Bei einer Cruising-Geschwindigkeit von 5 Knoten haben die Batterien eine Reichweite von 4 bis 5 Stunden Fahrzeit. Das reicht allemal aus. Und sollte der Schlag mal länger dauern oder am Abend kein Landstrom vorhanden sein, arbeitet ja immer noch der Generator mit. Es gibt viele Möglichkeiten, auf dem Wasser zu wohnen. Aber die konsequente Umsetzung eines Schiffes, das diesen Namen verdient, mit fast 100% Gestaltungsfreiheit im Innenraum und umweltfreundlichem Elektroantrieb zu kombinieren, das ist ein neuer Ansatz.